Hallihallo und herzlich willkommen beim ersten GTA Spezial. Bei der ersten Folge geht es um die Black Holes. Black Holes sind Landschaftsfehler, Texturfehler oder unsichtbare Eingänge in Wände oder so, die nicht vom Entwickler gewollt sind. Rockstar hat sich nicht gerade viel Mühe gegeben. Es gibt extrem viele Black Holes, die auf dem ersten Blick gar nicht sichtbar sind, und manche, die sind extrem groß. Eines ist zum Beispiel hier beim Dock, hier unten, da müsst ihr ein bisschen tauchen. Ich muss nur noch runterkommen, so, ich habe ein bisschen Probleme mit der Steuerung. So, hier ist es, da seht ihr, da fehlt die Textur. Man kann nicht reinschwimmen, also man kann nicht durchfallen. Eventuell kann man irgendwo durchfallen, das weiß ich jetzt nicht genau, aber hier seht ihr mal, hier fehlen Texturen und es ist hier wie abgeschnitten. Also man kann dort runtergehen bis ganz unten, bis zu der Textur dort und mehr nicht. Also das ist ein Riesenschnitzer, was Rockstar sich hier ein bisschen gemacht hat. Ich hoffe, in GTA 5 ist es nicht so, ich habe GTA 5 noch nicht. Aber wenn ich es mal hole, dann werde ich dort natürlich auch noch Ausschau halten und dort auch GTA 5 Specials machen. Aber zuerst muss ich mal ein PlayStation 3 kaufen, oder PlayStation 4 kaufen. Und dann, ja. Also, das war das erste Loch. Ich zeige euch sogleich das nächste Loch. Ich porte mich mal dorthin. Also, 3, 2, 1. So, Moment kurz, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo viele sind. Ich werde sie suchen gehen, wenn ihr wisst, wo es noch welche gibt. So schreibt sie mir bitte unten in die Kommentare. Ich werde dann Folgeparts machen, wo ich die anderen Dinge und natürlich euch dann nennen, wenn ihr welche gefunden habt und geschrieben habt. Und jo. Ich bin jetzt momentan unterwegs zum nächsten Ding, wie gesagt. Also habe ich mich noch nicht ganz porten können. Ja, solche Löcher sind halt schwer zum Finden und ich habe ungefähr 4-5 Jahre nicht mehr gespielt, also weiß ich nicht mehr alles auswendig. Vielleicht, wenn ich mal irgendwo an Orte gehe und dann kommt es mir vielleicht wieder in den Sinn oder so. Also, bis gleich, ich bin gleich dort. So Leute, jetzt bin ich, Karte, hier. Also, hier ist das schwarze Loch. Und das letzte, das habe ich noch vergessen zu zeigen, ist hier. So, also hier. Hier müsst ihr ein bisschen herumprobieren, hier irgendwo, ja genau. Ihr seht, es sinkt man rein. Und an einem anderen Ort fällt man sogar in die Tiefe, in die Unendlichkeit der Map. Und ich komme nicht mehr raus. So, irgendwo hier, genau hier. Ein weiteres schwarzes Loch, ein weiteres Black Hole. Und man wird sogar wieder nach oben gewappt. So, die nächsten werden ein bisschen schwer. Ich gehe nochmals nach San Fierro und wir sehen uns dort nochmals. Bis gleich. So Leute, jetzt habe ich mir das Jetpack geschnappt. Dann bin ich auch nach Las Venturas gegangen und jetzt gehen wir hier hinein. Hier ist das nächste Black Hole. Ups, auch den Kopf angestoßen. Es ist nicht hier. Müsste aber hier sein. Ja, genau, es ist hier. Jo, jetzt sind wir inmitten des Gebäudes und können sogar durchfallen und können San Fierro von unten ansehen. Hui. Jo, also auch ein relativ berühmtes Black Hole. Oh, wir kommen nicht mehr nach oben. Muss ich den Spielstand laden oder wie kommt man nach oben? Also, okay. Und wieder draußen. Prima. Ja, jetzt gehen wir mal weiter Richtung. Also hier seht ihr es nochmals, wo es ist. Und jetzt gehen wir weiter hier runter. Da gibt es ein paar andere Black Holes.
sogenannte einfach Texturfehler, wo man reinlaufen kann, weil die Textur gar nicht da ist, weil irgendwie Objekte falsch platziert wurden und so. Und in Los Santos sind da noch ein paar andere Black Holes, aber zuerst gehen wir mal hier in die Pampa, irgendwo, ich weiß jetzt nicht, wo die genau sind, ungefähr hier, ja hier, so, gehe ich mal dorthin, bis gleich. Ja, fast hätte ich noch eins vergessen, hier ist die Brücke am Arsch, das sollte eigentlich nicht so sein. Von oben ist alles gut, aber von unten ein nächstes Black Hole. Jo. Also, bis gleich. Damit ihr es noch kurz auf der Karte sehen könnt, wo es ist hier, ungefähr hier. Und jo. Ja, wieder bis gleich. So, jetzt bin ich hier. Und hier könnt ihr sehen, durch den Busch ist der Baum unsichtbar, also man kann durchschauen. Wenn man jetzt hier hingeht, ist der Baum noch normal, aber wenn man hier durch den Busch sieht, ist der Baum noch da, aber dieser Busch hier, der macht den Baum unsichtbar oder hat einfach die falschen Texturen dran und jo. Und er fliegt, der Busch. Seht ihr? Nicht gut platziert. Also ein weiteres Black Hole. Und dann mache ich mich auf den Weg zum nächsten Punkt. Bis gleich. So, jetzt bin ich hier. Und wie man sieht, sehen wir nichts außer ein fliegender Baum. Man kann leider nicht gut nach oben schauen. Muss kurz die... Ach, wie macht man das schon wieder? Nein, nicht. Toll. Weißt, wisst ihr, die Steuerung nervt mich schon lange auf der... auf dem PC. Waffenwechsel. E und Q. Geht ja nicht. Oh, stimmt. So, jetzt geht's. Deshalb geht's nicht. Also man kann nach oben schauen, aber auch nicht viel. Da seht ihr, Bäume sind in San Andreas sehr hohl. Die sind einfach hohl gewachsen. Und irgendwie ein, ein Black Hole habe ich sogar noch am Charaktere. Der hat irgendwie Probleme mit dem Arm. Ich kann es nicht entziffern. Vielleicht wisst ihr es ja, was hier irgendwie kaputt ist. Bisschen Holz im Arm. Ja, bis gleich. So, das nächste Black Hole ist ein bisschen schwerer zum Ausführen. Oh, da hat jemand ein bisschen Probleme mit mir. Kommst du mit? Ich habe hier einen Geheimgang. Nein, 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 nein. Lasst mich jetzt in Ruhe. Man muss einfach hier, wo es schräg ist, in die Wand reinfahren. Es geht nicht immer, also einfach versuchen. Ja, es geht so nicht, genau. Braucht vielleicht nochmals. Ja, jetzt packe ich sogar in der Wand drin. Also hier seht ihr schon mal ein bisschen, ist hier auch Black Hole. Da hat auch jemand die Texturen nicht richtig kombiniert. Nicht richtig zusammengehalten. Und scheinbar hat das Auto ein wenig Angst gehabt oder ist despawned, das mich verfolgte. Vielleicht braucht man auch einen schnelleren Wagen. Ich weiß es nicht, also das könnt ihr dann versuchen. Und fährt ihr einfach runter irgendwo. Durch die Wand hindurch. Ja, hier geht es überhaupt nicht. Gibt es keine schnellere Autos hier. Ups. Also mehr Anlauf. Komm, ich schaff's, ich schaff's. Man ist zu langsam. Ja, jetzt. Jetzt ist, habt ihr es gesehen. Also mit einem schnelleren Auto kann man sogar durchfallen. Und hör auf, du blöder Radiosender. Ich muss noch ein bisschen leiser machen, sorry für die Lautstärke. Aber es ist extrem wenig. Da kann man das noch ein bisschen lauter machen. So, jetzt hier oben hat sogar noch ein fliegender Busch, so ich sehe. Können wir uns mal den anschauen.
Na, so fliegend ist er nicht, aber ein bisschen ist er schon fliegend. Es gibt andere fliegende Büsche, die sind extrem viel schlimmer. Die sind manchmal 2 oder 3 Meter in der Luft. Aber bis ich die gefunden habe, habt ihr es wahrscheinlich schon früher gefunden für mich oder sonst irgendwas. Aber hier in der Nähe gibt es oft noch Bäume und Steine, die einfach irgendwo in der Luft hängen. Sind zwar meines Erachtens keine Black Holes, aber fast Black Holes. Und ja. Aber wir sind gleich beim nächsten fliegenden Baum. Da muss ich jetzt nicht schneiden. Ups. Hier mache ich dann auch mal noch ein anderes Video über Mysterien. Und hier seht ihr zum Beispiel ein Geisterauto, das man nicht reparieren kann. Also es gibt recht viele, zum Beispiel diesen umgeknickten Baum hat auch etwas von einem Mysterium, wie der zum Beispiel zerlegt wurde. Der ist nicht einfach hier gespawnt. Der wurde von einem Monster hierher gebracht. Ich muss jetzt gerade ein bisschen nachdenken. Ich glaube, es ist hier. Hier seht ihr zum Beispiel diese schönen Texturen. Auch was Schönes. Hier sollte der Baum sein. Hier ist zum Beispiel auch wieder so ein zerrissener Baum. Irgendwo hier ist ein fliegender Baum. Wo ist er denn? Schnuckeli, wo bist denn du? Hier zum Beispiel super Texturen. Texturfehler. Ja, das ist auch ein Black Hole, kann man auch durch. Ich weiß es nicht. Irgendwo habe ich doch den gefunden. Okay, ich suche noch ein bisschen, dann gibt es wieder ein Ding. Ein Einschnitt, also da zeige ich ihn euch dann. Bis gleich. Also hier ist es besonders schlimm. Ich bin immer noch im gleichen Ort. Das ist ja extrem. Was sind denn das für Bugs? Was sollte das eigentlich sein? Ihr seht mich nicht. Such mich doch. Ich bin verschwunden. Okay. Nochmals ein Schnitt. So, ich habe ihn gefunden. Kurz noch auf die Karte schauen. Ich bin hier. Da, wo die Straße so einen Haken macht. Und der Baum ist, wenn ich die Kamera sehe, Kamera wieder gefangen habe, hier. Man kann nicht reingehen. Aber man kann reinschauen. Da muss ich wieder weg vom Jetpack und nach oben schauen. So, ups. Ja, man kann wieder reinschauen, aber eben nicht weit, weil die Kamera sehr eingeschränkt ist. Wieder mal so ein ganz klarer Fall von schlechter Platzierung, also auch ein Black Hole. Und jo, dann gehen wir in Richtung Los Santos. Dort gibt es ein paar gute, wo man eigentlich relativ leicht herausfinden kann. Eines ist sogar sehr berühmt. Das werde ich natürlich auch zeigen. Ich weiß nicht, ob hier noch viele andere Sachen sind, die einfach in der Luft schweben. Ich habe irgendwo auch noch Steine gefunden, aber die weiß ich jetzt nicht mehr, wo sie sind. Zu lange habe ich nicht mehr gespielt. Das ist doch auch fast ein Black Hole. Also, so wie die Steine hier, die Felsen hier abgeschnitten sind. Hier oben dachte ich, ist irgendwo ein Stein, der fliegt. Aber ich weiß nicht mehr genau. Hier zum Beispiel Gras, das fliegt. Oder schwebt, besser gesagt, aber ich sage immer fliegen. Da, das Gras, das fliegt in der Luft. Also Gras wächst sicher nicht in der Luft. Aber Rockstar hat ja eben das Game gut gemacht sonst. Und einfach die PC-Portierung ist extrem schlecht, vor allem bei Windows 7.
Aber das konnten sie ja da noch nicht wissen und sonst halt eben so manche Fehler bei der Platzierung und ein paar Bugs bei den Missionen. Aber GTA San Andreas finde ich immer noch besser als GTA 5. Da muss Rockstar wirklich mal ein bisschen Turbo geben, damit GTA San Andreas überholt wird. Hier, ich weiß nicht, hier irgendwo unter der Brücke oder sonst irgendwo müsste noch auch einer sein. Ich werde jetzt momentan nicht schneiden, also wenn ihr ein nächstes Black Hole sehen wollt, dann dürft ihr gerne ein bisschen weiterspulen. Nein, hier ist nichts. Oder ich finde es einfach nicht. Oh, sorry. Hier war ich sehr viel oft. Hier hat es doch irgendwas. Irgendwo hier hat es doch irgendwas und eine Brücke oder so. Schwer. Ah, hier in der Nähe hat es, glaube ich, auch noch einen Baum. Oder einen Stein. Zum Beispiel das hier ist auch schon fast ein Black Hole. Das ist einfach ein überschnittener Stein oder Fels. Und ja. Ein Baum fast, ja, ein Baum, ein Stein innen ist auch nicht gerade so praktisch. Also Mühe hat sich Rockstar nicht genommen in der Welterstellung. Hier zum Beispiel auch ein Fels. Ein Stein im Face. Wow. Also es gibt viele Sachen, die einfach falsch platziert sind. Und deshalb, ja, auch ein Black Hole. So, jetzt sind wir in Los Santos angekommen. Aha, da weiß ich schon, wer eins das gleich hier ist. Hier seht ihr zum Beispiel eine Spule. Oh, es ist Sonntag oder Samstag. Cool. Hier seht ihr zum Beispiel eine Spule, die gehört irgendwie gar nicht hierher. Ich weiß nicht, vielleicht hat Rockstar die einfach falsch platziert, hierhin platziert oder so. Was ist das? Das sieht mir eher irgendwie nach einem Abdruckmacher aus. So ein, ich sag mal dem, ja, der Abdruck zum Beispiel in den Sand hier tut oder so. Also, das nächste Black Hole ist hier. Da muss ich leider tasten. Aber irgendwo geht es hier durch die Fenster. Ich glaube, da, wo es beleuchtet ist. Nein. Irgendwo geht es hier durch die Fenster. Ich weiß, dass es in der Mitte ist. Ja, hier geht es zum Beispiel durch das Gelände. Das sollte eigentlich auch nicht genau so sein. Ich muss mich abtasten. Sorry dafür. Es ist hier rechts. Aber wo hier rechts? Hier unten. Mist. Also hier in dieses Gebäude kann man sicherlich gehen. Es ist einfach innen vom Gebäude. Man kann, glaube ich, nicht durchfallen. Ich werde es dann nochmals probieren. Aber jetzt gehen wir mal weiter. An Orte, die ich wirklich kenne. Das nächste ist hier drüben beim großen Haus. Da wohnt irgendwo der Michael. In GTA 5. Ich glaube, in der Nähe vom großen Haus sogar sollte das hier irgendwie sein. Es könnte so eine Villa sein. Nein, es ist nicht so eine Villa. Es ist ein normales, also ein altmodisches Haus. Müsste irgendwo hier beim Golf... Das könnte es sein. Also der Golfplatz. Der hat auch Tennisplätze. Ein, glaube ich, ein Platz. Das könnte es sein. Michaels Haus. Ah, ich möchte so gerne GTA 5 auf
den PC haben, weil der PC einfach viel, viel kräftiger ist, viel schönere Grafik machen kann und alles drum und dran, viel mehr Dateien auf einmal haben kann und so weiter. So, das nächste Haus ist übrigens... Hallo? Dann mache ich es halt so. Ja, jetzt kann ich mich nicht mehr scrollen, nichts mehr kann ich. Tolle Bugs. Also hier ist es. Und das andere Haus war unten am Santa Monica Beach. Oder Santa Maria Beach. Santa Monica heißt, glaube ich, der reale, also die Abstammung. Ja. Hier, glaube ich, hier. Genau, hier. Ja. Also hier kann man irgendwo rein. Muss ich probieren. Irgendwo kann man hier rein. Weiter unten. Hier wahrscheinlich. Kann man hier überhaupt rein? Ja. Ah, hier. Da seht ihr es. Weiteres Black Hole. Und wieder im Gebäude drin. Man kann nicht raus. Man muss also hier oben wieder raus. Ups. Oh Mist. Jetzt. Ja, hier kann man nirgends raus. Zum Beispiel hier auch nicht. Man ist im Dach drin. Also muss man hier unten wieder raus. Oh, fang dich. So, komm schon. Noch ein bisschen weiter runter, glaube ich. Ja, hier. So, wir sind wieder draußen und können hier wieder durch die Texturen fliegen. So, eines ist noch hier. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das als Black Hole zählen können. Es ist... Wo? Ich finde es. Hier zum Beispiel der Turm. Erstens ist er unten in der Textur drin, das ist auch ein Black Hole. Und oben ist er auch nicht fertig. Also keine Spitze, nichts. Er hört einfach auf. Und man kann sogar drauf landen. Ah, die Spitze ist sogar noch oben dran. Seht ihr da? Ganz klein die Spitze. Aber dazwischen ist unsichtbar, das ist auch ein Black Hole. So, ich meinte, es ist irgendwo, wo es viele Häuser hat. Hier bei der Villa hat es hier ein Black Hole. Denken. Drago denkt, der Drago denkt. Bei der Villa gibt's nichts. Ich habe so lange GTA San Andreas nicht mehr gespielt. Ich muss zuerst alle wiederfinden. Ich muss kurz die Straße, die Abzweigung finden. Sonst muss ich kurz auf die Map schauen. Aber sie müsste irgendwo hier sein. Ist sie hier? Irgendwo hier? So eine ganz krumme Abzweigung muss es sein. Also noch krummer als diese Abzweigung nach links. Ist das hier ne? Ah, hier ist es, oder? Ja, es ist hier. Also diese Mauer hier ist überhaupt nicht so, wie sie zu scheinen soll. Also das ist nicht unbedingt ein Black Hole oder so. Wir müssen warten, bis es Tag ist. Oder, ja, bei uns geht es nicht. Ich kann es ja erzählen, was es ist. Es ist richtig lustig. Ich werde es auch in einem anderen Video, in einem Folge, Part oder so zeigen. Hier drauf werden manchmal Leute sitzen. Und die sitzen ungefähr 1 Meter in der Luft. Also falsch platzierter Marker für die NPCs, wo sie drauf sitzen können. Also auch irgendwie ein bisschen entfernt ein Black Hole.
So, jetzt kommt ein schweres. Das finde ich wahrscheinlich nicht mal. Ich muss das Gebäude finden. Das ist, glaube ich, das. Kann man eigentlich durch die Uhr? Nein, ich denke nicht. Nein. Aber hier zum Beispiel Clipping-Fehler. Es ist, glaube ich, das da. Das Haus. Man kann irgendwie überall ein bisschen rein ins Haus. Das einfach mal probieren. Hier zum Beispiel das Gelände. Nein, nein. Aber nur die Beine wahrscheinlich. Ich glaube, ich bin hier irgendwo beim grünen Plakat reingegangen. Das ist ein bisschen schwer, also. Man kann hier auch irgendwo ins Haus. Das will ich jetzt aber nicht unbedingt so gerne ausprobieren und euch ein bisschen langweilen. Entweder ist das Haus oder es ist irgendwo anders. Aber hier kann man irgendwo ins Haus. Aber das muss ich dann noch Ding. Also ich werde für den zweiten Part oder für den dritten Part, je nachdem wie lange es jetzt geht, Ausschau halten nach weiteren Black Holes und so weiter. Aber das kommt leider in der nächsten Zeit nicht. Also es wird längere Zeit dauern, bis ich ein paar herausgefunden habe, damit sich ein weiterer Part lohnt. Hier sieht doch irgendwie etwas buggy aus. Schade. Kann man hier rein? So. Meistens kann man von unten rein. Ah, hier hat man doch irgendwas gesehen. Hier hat man doch was gesehen. Ach, du bist zu fett. Mist. Okay, dann werde ich kurz die Reise schneiden. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier bei CJ's Haus. Hier in der Nähe gibt es gerade keines. Machen wir mal das am bekanntesten Black Hole. Dazu muss man cheaten, aber ich kann nicht cheaten. Dafür müsst ihr einfach hier reingehen, in die Gym. Und am rechten Rand, also wenn ihr reinkommt, links an der linken Wand, könnt ihr hochspringen und dann durch das Dach eigentlich in die Black Hole, Black Hell gehen, genau, Black Hell. Das ist die Gegend, wo die Interiors sind. Und dort ist alles schwarz, das ist ja keine Himmelstextur. Und dann gibt es noch die Blue Hole, das ist dann mit Himmelstextur. So, das nächste Hole, das ist, also ich weiß den Cheat nicht, also ich kann schon cheaten, aber ich weiß den Cheat nicht. So, das nächste Hole ist hier. Das ist eines der besten, finde ich. Man kann auch hier drüber gehen, wenn er sich festhalten würde. Fail. Fail. Ich kann auch fliegen. Also eben, sonst manchmal kann man hier auch hochspringen, aber so kann man ins Haus. Das ist auch eine fehlende Wand, also ein Wand, wie sagt man das im Technischen? Also einfach eine durchlässige Wand. Und ja. Oh, ich bin zwar langsam hungrig. Ja, ist halt auch ein Black Hole. Auch wenn es nicht sichtbar ist. So, was haben wir denn sonst noch für Black Holes? Ich muss denken, eins war irgendwo hier. Ich glaube, in der Mission, wo man dieses Haus angezündet hat, kann man auch irgendwo rein. Und sonst, hier seht ihr zum Beispiel die Himmelstextur von weitem. Das ist wahrscheinlich engine-bedingt, also grafikbedingt. Und von nahem, schauen wir mal, oh, mit dem Jetpack kann man so schlecht nach unten fliegen. Von nahem, hä, von nahem auch. Irgendwie fehlt hier doch das Ding.
das Geröll oder sonst irgendwas, was hier war. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Das war auch schon Ewigkeiten her. So, hier kam doch rauf. Ah, zu weit. So, upsala. So. Ach komm schon. Ich will doch nur durchfliegen. So. ja, weitere. Das muss ich dann in den nächsten Parts nachholen. Ich habe manche vergessen. Manche weiß ich vielleicht noch nicht. Und ihr wisst es, also schreibt es am besten in die Kommentare, wenn ihr welche weitere kennt. Und ja, und ich verliere Fett, weil ich hungrig bin. Und ich mache weitere Videos, tolle Videos, die dann nachfolgend irgendwann kommen. Ah, hier haben wir noch zum Abschluss noch ein bisschen Gras, das über dem, die Randtextur gegangen ist. Okay, also weitere Folgen in den nächsten Parts von Black Holes, dem Drago Spezial. Und die nächsten werden lustig, also ich werde zum Beispiel Easter Eggs suchen gehen, mieten gehen, suchen gehen, lustige Bugs und weiteres werde ich dann euch zeigen. Also, seid gespannt, bis zum nächsten Folgen. Tschüss.